Rapid wollte im Wiener Derby gegen die Austria Platz 2 absichern, nachdem Alltag und Sturm tags davor Punkte liegen gelassen haben. Andreas Ogris in seinem ersten Derby als Cheftrainer zieht den unbequemen Plastiksessel den grünen Sitzgelegenheiten im Happelstadion vor. Als eingefleischter Violetter natürlich auch für ihn ein ganz besonderes Spiel. Knapp 30.000 waren dabei und die sehen eine von Beginn an dominierende Rapid-Mannschaft und Robert Beric mit seiner ersten Möglichkeit nach 10 Minuten. Der bleibt vorläufig bei seinen 22 Saisontoren. Ausgangspunkt natürlich nach dem Pass von Hofmann, der kapitale Fehler von Osman Hadžikić, aber Beric trifft dann das leere Tor nicht. Die Austria auf der anderen Seite nach 19 Minuten erstmals torgefährlich nach einer Standardsituation. Suttner, unangenehmer Freistoß für Marko Maric, aber der ist auf dem Posten. Alles in allem Rapid das spielbestimmende Team. Die ganz großen Torszenen gab es nicht in Hälfte 1, aber dann doch noch einen Treffer. Beric auf Philipp Schobesberger und der mit dem hochverdienten 1:0 für die Hütteldorfer. Schobesberger, ein Phänomen, trifft bereits zum 7. Mal in Serie in einem Bundesligaspiel. Und wir sehen hier alles korrekt, kein Abseits von Beric und dann auch beim Zuspiel auf Schobesberger alles in Ordnung. Schöner Treffer der Rapidler, auch wenn die Austria-Verteidigung hier nicht wach genug ist. 1:0, das war dann auch der Pausenstand. Wir sehen einen hochzufriedenen Torschützen und Andreas Ogris, der sich mit einem Trainerteam beratet. Bringt dann Holland für Holzhauser und sieht 7 Minuten nach Wiederbeginn diese Szene. Die Austria im Strafraum des Gegners. Dann der Pass von Koch und dann ist David de Paula zur Stelle und trifft zum doch überraschenden Ausgleich. Umso schöner das Tor von de Paula. Eingeleitet von Koch. De Paula dann mit dem Abschluss unhaltbar für Marko Maric. Das Aufbäumen der Pfeilchen dauert aber nur kurz, denn 2 Minuten später gibt es die passende Antwort von Rapid. Beric gegen Hadžikić und Schiedsrichter Harald Lechner zeigt auf den Punkt. Diskussionswürdige Szene allemal, aber am Ende gab es da wohl die Berührung und somit geht diese Entscheidung wohl auch in Ordnung, auch wenn Beric diese Einladung natürlich dankend annimmt. Die Chance für Rapid, wieder in Führung zu gehen. Und Steffen Hofmann nutzt sie. 4. Saisontor für den Rapid-Kapitän. Souverän verwerteter Strafstoß. Keine Chance für Austria-Goalie Hadžikić. In der Folge konnte die Austria vorne nicht mehr viel bewirken. Marko Maric unterbeschäftigt, ganz anders Osman Hadžikić, sein Gegenüber auf der anderen Seite. Der muss dann den dritten Gegentreffer hinnehmen. Robert Beric, 23. Saisontreffer und wiederum ging das relativ einfach für die Rapid-Offensive. Das Zuspiel diesmal von Schobesberger auf Beric, auch da war alles okay. Ein wunderschöner Treffer der Hütteldorfer, die Vorentscheidung in diesem Spiel nach 70 Minuten. In der letzten Minute der regulären Spielzeit dann noch ein weiterer Treffer der Grün-Weißen durch Mario Sonnleitner. 2. Saisontor für den Innenverteidiger, nachdem er im Oktober in Ried zuletzt getroffen hat. Eingeleitet das Ganze vom eingewechselten Stangl, Stronati dann klärt unglücklich und Sonnleitner verwertet. Rapid gewinnt am Ende deutlich, auch hochverdient gegen eine Austria, die nur noch mit dem Cupsieg diese Saison retten kann. Rapid dagegen jetzt mit 21 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen, aber noch wichtiger für die Hütteldorfer, Platz 2 ist ihnen wohl nicht mehr zu nehmen und die Meisterfeier der Salzburger konnte vertagt werden. Ja, warum war denn die ganze Geschichte Andi Ogris recht klar heute? Ja, weil wir von Anfang an nicht ins Spiel gekommen sind, nicht das umsetzen haben können, was wir uns vorgenommen haben. Auch das, was wir die ganze Woche beim Training gearbeitet haben, haben wir heute zu keiner Phase im Spiel umsetzen können. Und
Ja, deswegen muss man auch so ehrlich sein, dass Rapid heute der verdiente Sieger ist. Wie tragischer Held ist Ossi Hadžikić heute? Sie wollen die Szene zum Elfmeter sehen. Er hat sich vorher auch einmal etwas erlaubt. Schauen wir mal drauf. Hier ist die Elfmetergeschichte Hadžikić gegen Robert Peric. Okay, klare Geschichte. Brauchen wir nicht diskutieren. Klarer Elfmeter. Ossi wird aus dieser Situation wieder aufstehen. Mache ich mir gar keine Sorgen. Der Bursche ist am richtigen Weg. Unglücklich heute, aber kein Vorwurf von meiner Seite. Wann steht er auf? Ziehen Sie noch einmal einen Wechsel in Erwägung? Im Moment nicht, nein. Wie ist denn das mit der Augenhöhe ausgegangen? Ja, nach dem Match ist es in Ordnung, diese Frage zu stellen. Spricht eine klare Sprache heute. Wir haben, wie gesagt, heute einfach die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht runtergebracht am Platz. Das ist einfach auch so. Rapid war heute besser wie wir und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Zu den Austria-Ansprüchen, was wird denn doch das noch für ein spannendes Match um den 6. Platz gegen Ried, gegen Grödig? Eigentlich unglaublich, worüber wir gerade reden, oder? Ja, das widerspiegelt einfach die Saison der Austria. Aber damit lasse ich mich nicht beirren. Wir werden weiterarbeiten. Wir haben noch ein großes Ziel vor der Brust und das wollen wir als Sieger verlassen. Zoran Barisic, wann feiert denn Salzburg jetzt? Ist mir egal. Wichtig ist für mich, dass wir heute nicht nur gewonnen haben, sondern dass wir ein schönes Fußballfest erleben durften. Mit einem schönen Spiel von meiner Mannschaft, vor einer tollen Kulisse. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön an unsere Fans, die oft gescholten worden sind in dieser Saison und heute einfach so viel der Mannschaft so viel Kraft gegeben haben. Und das war heute wirklich schön, wunderschön anzuschauen. Was war denn entscheidend für den doch recht klaren Sieg? Auf jeden Fall das Tor in der 45. Minute. Wir haben zwar die Kontrolle über das Spiel gehabt und haben immer wieder versucht durchzubrechen. Austria hat es uns ziemlich schwer gemacht, aber das Entscheidende war dann das 1:0. Wobei man ja sagen muss, dass wir den Ausgleich dann bekommen haben durch eine Unachtsamkeit. Wir aber trotzdem nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen und alles unternommen haben. Und das hat man heute ganz und deutlich gesehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und die Mannschaft ist auch so über 90 Minuten aufgetreten. Sie hatten auch Madic heute gegen Hadžikić gewonnen im Duell der 19-jährigen Goalie-Debütanten. Nein, es hat heute Rapid gegen die Austria gewonnen. Es haben zwei Teams gegeneinander gespielt und das steht immer im Vordergrund und nicht einzelne Spieler. Es soll eine richtige Kabinenparty im Gange sein. Sie sind zu spät gekommen. Wie kann sowas sein? Nein, meine Spieler dann jetzt auslaufen und ja, die Spieler haben natürlich gefeiert, die freuen sich über den Sieg, aber leider Gottes bin ich zu spät gekommen. Denken Sie sich jetzt den Rechenschieber weg, Platz 2. Wie fest hat man den? Noch gar nicht, weil rechnerisch noch alles möglich ist. Wir spielen unter der Woche am Mittwoch in Grödig und da werden wir alles unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben auch in Grödig bis jetzt noch nie gewonnen. Wir haben uns dort immer sehr schwer getan und es ist eine sehr reizvolle und sehr schwere Aufgabe für uns. Und ohne Rechnen? Mathematik-Genie bin ich keiner, keins. 7 Punkte noch 9 zu vergeben. Eben, also wir brauchen noch 3 Punkte. Danke.